Damit begrüße ich dich zu meinem allerersten Review hier auf dem Kanal und heute stelle ich dir ein Produkt vor, das sich eventuell sogar noch als kleines Weihnachtsgeschenk eignet, solltest du noch keins haben. Hier für euch habe ich die Gaming-Tastatur von Sharkoon, nämlich die Skiller Pro in Schwarz. Und ja, zurzeit könnt ihr die erwerben für rund 30 Euro bei Amazon. Link ist natürlich in der Beschreibung, da einfach mal draufklicken, könnt ihr die direkt noch kaufen, zum Beispiel für Weihnachten. Und ja, nach dem ersten Auspacken bzw. auch nach dem ersten Benutzen fällt auf, die Tastatur ist erstmal hochwertig bearbeitet. Da klappert nichts, da knackst nichts. Und sie macht auch sogar noch einen ganz schönen Eindruck. Was als zweites auffällt, ist der sehr angenehme Druckpunkt, der auch beim Schneiden und beim Arbeiten oder auch allgemein beim Zocken dann sehr gut zum Tragen kommt, da du zum Beispiel nie aus Versehen mal so eben eine Taste klickst und dann vielleicht so mit einer Runde irgendwas verlierst, da der Druckpunkt wirklich nur dann anspringt, wenn du auch wirklich die Tasten drücken willst. Als zweites fällt sehr ins Gewicht das sehr lange und gut verarbeitete Kabel, das auch bei größeren Schreibtischen durchaus noch bis zu dem PC nach unten reicht. Ich habe es nicht nachgemessen, aber bei einem etwas überdimensionierten Schreibtisch sollte das trotzdem noch funktionieren, das Ganze bis an den Boden oder bis an den Rechner verlegen zu können. Was ebenfalls sehr positiv ins Gewicht fällt, ist die Möglichkeit, die Tastatur zu beleuchten, bei dieser Version hier leider nur in Blau, was allerdings keine Abzüge macht, um somit auch im Dunkeln noch arbeiten zu können, wenn mal die Lichter von der Monitor nicht ausreichen und man nicht unbedingt gerade Lust hat aufzustehen und das Licht in der Wohnung anzumachen. Fürs Schneiden und Arbeiten eignet sich die Tastatur auch aus diesem Grund sehr gut, da an der linken Seite insgesamt 6 Makrotasten vorhanden sind, die du ganz einfach mit der, wenn auch etwas trägen Software von Sharkoon, die bei der Tastatur direkt beigelegt wird, sehr einfach verwalten kannst, um zum Beispiel ein neues Makro anzulegen oder auch um die insgesamt 3 Profile zu verwalten, zum Beispiel die Beleuchtung oder auch die Reaktionszeit der Tasten. Oberhalb der Tastatur finden wir noch weitere Tasten, diese können nicht direkt belegt werden. Auf der linken Seite, die Tasten M1 bis M3, finden wir lediglich den Umschalter zwischen den 3 Profilen. Danach kommen noch einige fest belegte Makrotasten für zum Beispiel den Media Player oder auch um direkt mal den Mail-Client zu öffnen oder auch einfach um eine Webseite zu besuchen. Der einzige große Negativpunkt an der Tastatur, könnte man schon sagen, ist eigentlich lediglich die große Staubansammlung. Denn auf Deutsch gesagt, das Ding zieht den Staub an wie ein Magnet. Ich habe hier mal die Tastatur mal umgedreht, mal auf der Rückseite ein bisschen drauf geklopft, da sieht man, was da alles rauskommt. Und das ist jetzt nur in Anführungsstrichen der Dreck der letzten 3 Tage. Also vor 3 Tagen habe ich das Ganze schon mal umgedreht, mal drauf geklopft und dann kommt das immer noch hier so wieder raus. Ja, man könnte eventuell jetzt das auch darauf schieben, dass die Tasten ein bisschen weiter auseinander sind, wie bei normalen Tastaturen, was ich aber sehr angenehm finde, vor allem wenn man solche Wurstringe hat, wie ich sie habe, dann kann man hier wesentlich leichter tippen. Nun also zum Schluss noch zum Fazit der Sharkoon Skiller Pro beleuchteten Gaming-Tastatur. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, man kann das Ding sehr gut verwenden oder auch jetzt mal sehr gut zu Weihnachten verschenken. Vorausgesetzt, du guckst dieses Video früh genug, dass du das Teil noch bis Weihnachten besorgen kannst. Oder ansonsten, wenn du selber zurzeit eine Tastatur suchst, kann ich dir diese wirklich nur sehr empfehlen. Wie gesagt, angenehmer Druckpunkt, sehr angenehm zum Schneiden und auch durch die Software eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wenn wir hier mal die Sternebewertung aufrufen, mal 4 von 5 Sternen, weil wie gesagt, alles gut bis auf die große Staubansammlung, aber gut, da müsste man schon ein bisschen arg weit in die Kreativität gehen, um das dann noch zu beheben. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dir hat das erste Review auf meinem Kanal gefunden. Wenn ja, lass dann mal einen Daumen hoch, dann schreib mal in die Kommentare, welche Tastatur du so verwendest und wie zufrieden du mit der bist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.